Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Claude Baumann, ich bin der Herausgeber von FinNews. Heute sprechen wir über Investitionsprogramme für Staatsbürgerschaften oder Wohnsitzbewilligungen. In diesem Zusammenhang freue ich mich, Herrn Christian Kählin begrüßen zu dürfen. Er ist Chairman von Handley und Partners. Und gleich meine erste Frage, Herr Kählin. Diese Investitionsprogramme für Staatsbürgerschaften oder Wohnsitzbewilligungen, die boomen in letzter Zeit. Was ist der Grund für dieses Phänomen? Ja, die boomen eigentlich schon seit einiger Zeit und das wird immer mehr, natürlich durch die Pandemie noch verstärkt. Aber es ist schon vorher eigentlich klar gewesen mit der steigenden Volatilität weltweit und diese Mobilität, die nötig ist, auch auf allen Ebenen und vor allem auch für Investoren und Unternehmer ist natürlich die Nachfrage nach Zugang zu anderen Staaten, nach einfacher Mobilität und auch nach Sicherheit für diese Personen gestiegen. Und das ist natürlich jetzt nach dieser Pandemie noch weiter, hat sich das noch weiterentwickelt und wird eigentlich noch stärker jetzt. Ja. Diese Programme waren ja irgendwann einmal da. Sie jedoch sind ein Pionier auf diesem Gebiet. Können Sie uns sagen, wie das überhaupt entstanden ist? Also entstanden ist das schon mit der Idee der Staatsbürgerschaft vor 2000 Jahren bei den Römern. Oder die haben das schon gemacht, dass man verdiente Bürger oder Leute, die investiert haben, etwas beigetragen haben, das Privileg des Aufenthaltsrechts oder der Staatsbürgerschaft gegeben hat. Das ist nicht etwas, was wir erfunden haben. Und dann in der neueren Zeit, hat vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, hat es verschiedene Staaten gegeben, die das wieder so eingeführt haben. Und dann vor allem in den 80er, 90er Jahren haben verschiedene Staaten, Österreich, gewisse karibische Staaten haben damit angefangen. Und was wir eigentlich gemacht haben, ist, dass wir das professionalisiert haben und skalierbar gemacht haben. Gleichzeitig gab es verschiedene Veränderungen weltweit in Kanada und anderen Orten, die das eigentlich dann wie gefördert haben. Und somit ist es heute eine Industrie geworden, die wirklich sehr, sehr breit und weltweit, wie Sie sagen, am Boomen ist. Ja. Ja. Sie haben da ein gutes Stichwort gegeben. Was genau machen Sie als Handley und Partners? Machen Sie diese Programme oder wie muss man sich das vorstellen? Also primär beraten wir Privatklienten. Wie eine Anwaltskanzlei oder andere Berater im Bereich Immigrationsplanung eigentlich. Also wir beraten individuelle Unternehmer, Investoren weltweit in 35 Büros, die aus verschiedenen Gründen Zugang zu anderen Staaten möchten, Mobilität verbessern, Sicherheit verbessern. Also zum Beispiel eine Familie in Südafrika, die braucht ganz sicher mindestens eine Aufenthaltsbewilligung für ihre Kinder in England, in Australien oder in anderen Orten, mindestens vielleicht besser noch eine zweite Staatsbürgerschaft, weil man weiß nicht, ob man in 5 Jahren in Südafrika noch leben kann oder nicht. Oder? Und auch der südafrikanische Pass ist schwierig, weil man braucht überall Visa. So, das beraten wir weltweit in diesem Bereich. Und dann haben wir noch ein zweites Business, wo wir Staaten beraten. Und dort kommt das auch her, dass wir eigentlich viele dieser Programme haben wir entwickelt, in dem Sinn als Berater von Staaten. Oder? Also wir sind weltweit führend mit großem Abstand in der Beratung von Staaten für die Entwicklung, Ausbau und globale Promotion von solchen Programmen. Jetzt spricht man ja vor allem von exotischen Inselstaaten aus der Karibik, wie Sie erwähnt haben. Wie präsentiert sich eigentlich insgesamt das Angebot? Ja, natürlich nicht nur. Also natürlich hört man davon, weil mittlerweile die ganze Ostkaribik fast solche Programme hat. Aber wie gesagt, also in Europa hat es zum Beispiel angefangen mit Österreich 1986. Das ist also schon länger her und das ist schon relativ etabliert. Und mittlerweile haben sie große Staaten wie Türkei oder Ägypten, die das eingeführt haben. Und es kommen weitere dazu. Daneben ist natürlich im ganzen Immigrationsbereich, sehen Sie die großen Staaten wie Kanada, USA, Australien, Neuseeland, die traditionell in diesem Bereich sind, die sind zwar nicht direkt so auf Staatsbürgerschaft ausgerichtet, aber fast. Oder? Also in Australien konnten sie jahrelang nach 2 Jahren die Staatsbürgerschaft erwerben. Oder? Also es ist fast gleich wie in Malta, geht es auch etwa 1,5 Jahre. Oder? Also es ist fast das Gleiche in Australien. Oder? Lässt sich sagen, wie viele Staaten überhaupt weltweit solche Programme anbieten? Ja, wir überwachen das natürlich. Wir haben auch einen sehr interessanten Research-Bereich, ein ganzes Department. Wir sind eigentlich auch die Einzigen, die dazu publizieren, seriös. Mhm. Und im Moment, je nachdem, wie man das
wie man das kategorisiert, sind das etwa 15, 16 Staaten, die ein eigentliches Staatsbürgerschaftsprogramm haben und etwa 50, die ein Investment Residence Programm haben und weltweit etwa 100 Staaten, die die Gesetzgebung haben, dazu. Oder? Das heißt, oder es gibt Länder wie zum Beispiel die Niederlande, die hat ein Programm an sich in der Gesetzgebung, es kommt einfach kaum jemand. Das hat mit gewissen Kriterien zu tun und für uns ist das dann nicht ein Land, das ein Programm hat, aber im Gesetz ist es vorgesehen. Frankreich hat das auch, es kommt einfach niemand. Aha. Was sind denn die Motive, dass jemand in dieses Land geht und nicht in dieses? Wie einfach das ist, wie viel Steuern sie auch zahlen müssen. Oder? Das ist natürlich ein Problem, das Frankreich hat, ist es zwar attraktiv jetzt oder die Kriterien für das Investment, das ist relativ einfach, aber wenn sie dann Wohnsitz haben in Frankreich, ist es relativ unattraktiv für einen wohlhabenden Unternehmer, dort sich niederzulassen. Und darum geht er dann lieber wohin, wo das nicht der Fall ist. Dann geht er nach England oder sonst. Und das ist natürlich, und was sind die Anforderungen? Oder? Das, wenn Sie schauen, zum Beispiel die Golden Visas in Europa, oder die, etwa die Hälfte der europäischen Staaten hat das. Oder? Das ist eine Niederlassungsbewilligung? Oder? Das ist für Niederlassungsbewilligung. Ja. Wenn Sie das schauen, oder, das gibt einen Schengen Residence Permit oder, als Resultat. Und in Griechenland kostet es eine Investition von 250.000 Euro und in Spanien 500.000. Oder? Und jetzt und so weiter. Und in Italien 1 Million und in den Niederlanden auch über 1 Million. Da kommt es halt drauf an, oder? Wenn jemand sagt, gut, mir ist es jetzt nicht so wichtig, wo ich genau bin, weil ich möchte einfach Zugang zu Europa, da geht er wahrscheinlich eher nach Griechenland, weil es kostet die Hälfte von Spanien, oder? Also an, was sie wirklich dann investieren müssen. Auf der anderen Seite gibt es Überlegungen, die sagen, Leute, die überlegen, die sagen, gut, ich möchte wirklich eigentlich nach Spanien, oder? Wie komme ich genau nach Spanien? Und dann berät unser Spanien-Team, was sind die Kategorien, die, das muss nicht unbedingt das Golden Visa-Programm sein. Vielleicht ist ein Setup eines Unternehmens und eine Aufenthalts-Arbeitsbewilligung genauso gut. Oder? Das kommt auf den Klienten drauf an. Ja. Sie haben bereits ein paar Anhaltspunkte gegeben zu einem Thema, das natürlich sehr interessiert, die Preise dafür. Können Sie das noch ein bisschen genauer aufschlüsseln, was man jetzt dafür bezahlen muss? Also das ist auch interessant, weil da wird darüber viel erzählt und geschrieben, oder, dass das da Millionen kostet und dass das alles Superreiche seien. Ja. Und natürlich haben wir sehr illustre Klienten, sehr reiche Personen, die wir beraten. Aber die meisten, das sind relativ durchschnittliche Personen. Natürlich haben die meistens etwas Geld. Aber ich muss auch sagen, oder, sie können in Portugal können sie mit minimalen Aufwand können sie eine Aufenthaltsbewilligung erhalten. So, wenn sie nachweisen, dass sie das Minimaleinkommen haben, das sind irgendwie 1000 Euro oder so etwas, dann haben sie eine Aufenthaltsbewilligung unter einer anderen Kategorie. Also es ist nicht, es ist also ganz einfach, dass der Preis-Range ist eigentlich von fast nichts bis zu wirklich Millionen. Oder? Also in Österreich müssen sie mehrere Millionen investieren, dass sie die Staatsbürgerschaft erhalten. Oder? Und das ist das Spektrum, es ist also sehr groß, dieses Spektrum. Natürlich, als Firma konzentrieren wir uns natürlich vor allem auf relativ wohlhabendere Leute, aber das ist durchaus eben eine mittelständische Familie in Südafrika, die leistet sich eine Staatsbürgerschaft, sagen wir mal in Antigua, die sagen wir jetzt mal 150.000 Dollar kostet, nicht mehr. Das ist jetzt nicht, es gibt noch einige, die dann durchaus 150.000 Dollar ausgeben für das, dass das dann wirklich Zugang weltweit, Mobilität sichert und auch Plan B, wenn sie von einem Land wie Südafrika kommen, brauchen sie einen Plan B. Aber die Karibik, das lässt sich sagen, das sind, dort sind die günstigsten Programme. Für Staatsbürgerschaft schon, ja. Was ist denn das Interesse der Staaten selber, solche Programme anzubieten? Ja, das ist auch etwas, was, ich glaube, viel zu wenig eigentlich im Vordergrund steht, dass diese Programme auch Staaten eigentlich sehr viel helfen. Also bei kleinen Staaten ist es offensichtlich. Oder? Zum Beispiel die Ostkaribik, da bin ich auch sehr stolz darauf, dass unsere Programme, die wir dort entwickelt haben, haben eigentlich die Karibik vor der großen Finanzkrise gerettet. Und jetzt in der Pandemie, Sie können sich vorstellen, wenn Sie in einem karibischen Staat sind, eine Insel, die vom Tourismus praktisch lebt und Sie haben 2 Jahre keinen Tourismus. Oder? Die einzige Lifeline sind diese Staatsbürgerschaftsprogramme, die eigentlich diese Staaten am Leben erhalten haben. Oder? Also unsere Programme haben eigentlich die Ostkaribik gerettet, zweimal schon. Und bei größeren Staaten ist es auch so, dass das für regionale Entwicklung sehr wichtig ist. Oder? In Portugal hat man das gesehen, auch in
Lettland, wo wir das Residence-Programm mitentwickelt haben, da gab es einen Immobilienboom und Bust an verschiedenen Orten. Und das wurde spezifisch eingesetzt, dieses Residence-Programm, um den Immobilienmarkt wieder zu beleben. Und das vor allem auch ein regionales Problem. Und das ist etwas, was man auch bei großen Staaten sieht. Oder? Viele Länder haben so Wasserköpfe, wo alle Investitionen hingehen, beispielsweise in UK. Mhm. Wo wir seit Jahren mit der Regierung sprechen darüber, das alles geht im Großraum London, oder? Und eigentlich könnte man das Residence-Programm sehr gut einsetzen für regionale Entwicklung, wie das in den USA gemacht wird, dass eben, wenn Sie dort unter dem EB-5-Programm, das ist das größte weltweit mit rund 10.000 Visa pro Jahr, dass sie das eben für regionale Entwicklung einsetzen. Das wird an sich trotz den vielen Problemen, die auch das US-Programm leider hat, dort wird das wirklich erfolgreich eingesetzt für regionale Entwicklung. Mhm. Mit dieser Möglichkeit, Nationalitäten zu kaufen oder Staatsbürgerschaften, finde ich da so etwas wie einen Paradigmenwechsel. Denn in der Vergangenheit war das wie irgendwie Gott gegeben, dass welche Staatsbürgerschaft man hatte. Es entsteht also eigentlich so etwas wie ein Wettbewerb der Nationalstaaten. Oder wie sehen Sie diese Entwicklung? Also man hat nicht mehr eine Staatsbürgerschaft, sondern ein ganzes Portfolio, jetzt übertrieben gesagt. Also Wettbewerb der Staaten gibt es schon immer, oder? Das ist mal das eine. Oder ob sie jetzt Staatsbürgerschaft durch Investitionen erwerben können oder nicht, das gibt es. Oder? Was dazu geführt hat, dass das ein bisschen sagen wir mal, einfacher geworden ist, sind eigentlich mehrere Entwicklungen. Das eine ist, dass die Staatsbürgerschaft sich entkoppelt hat von diesem ursprünglichen nationalstaatlichen Ideenkomplex. Weil, wenn Sie vorstellen, ursprünglich, wenn Sie Deutscher waren und Deutschland hatte Krieg mit Frankreich, es ist unmöglich zu denken, dass Sie auch Franzose sind und Deutscher. Darum war früher auch eher Tendenz, dass man verlangt hat, Sie sind Staatsbürger nur von einem Staat. Weil das ist nicht denkbar, als Nationalstaaten viele Kriege führten. Und daraus ist das entstanden, auch als Nationalarmeen, wo man Staatsbürgerschaft auch mit Armeedienst verbunden hatte. Das ist heute völlig anders. Erstens mal, weltweit gibt es immer weniger Staaten, die darauf insistieren, Einzelstaatsbürgerschaft zu haben, nur von diesem Land. Mhm. Das heißt, Dual Citizenship, mehrere Staatsbürgerschaften zu haben, wird überall immer mehr zugelassen. Heute sind, glaube ich, etwa 2/3 der Staaten weltweit lassen das zu. Und es werden immer mehr, oder? Das ist mal das eine. Das ist mal die Grundlage, dass es so ist, dass das überhaupt möglich ist, konzeptionell. Weil eben, dass Sie das erwerben können durch Investition, ist mehr sekundär. Mhm. Weil Sie können ja auch das erwerben, indem Sie irgendwo eben 2 Jahre in Frankreich leben und dann die französische Staatsbürgerschaft erwerben. Können Sie auch, oder? Und jetzt durch diesen Erwerb, ich glaube, was passiert ist, ist einfach, es wurde klar, dass immer mehr Dinge in der Welt halt einfach wirklich davon abhängen, wie der Zugang geregelt ist. Also eben hier jetzt durch Investment, dass das manchmal ein bisschen anstößt, verstehen wir auch, weil zum einen ist dieses Gut Staatsbürgerschaft in den Köpfen von vielen Menschen noch so verankert, wie Sie eingehend gesagt haben, das ist irgendwie ein Gut, das wahrscheinlich für Geld nicht irgendwie verfügbar sein soll. Das ist eine interessante Diskussion, die kann man durchaus führen. Absolut einverstanden, aber zum anderen ist es auch so, dass das wirklich entkoppelt wurde, auch die politischen Rechte, wenn Sie heute schauen, die meisten Menschen sind nicht mehr interessiert groß an den politischen Rechten, sondern die Staatsbürgerschaft wird angesehen wie eine Clubmitgliedschaft, oder? Mhm. Und dann, oder, was bekomme ich vom Staat als Staatsbürger und was zahle ich? Steuern, Abgaben und so weiter. Und wenn das stimmt, dieses Verhältnis, dann sind die Menschen eigentlich relativ okay. Und wenn Sie das so als Club anschauen, dann ist es auch nachvollziehbar, warum soll man diesen Club nicht an einige wenige öffnen, die positiv dazu beitragen und mehr Steuern zahlen auf einen Schlag als der Durchschnittsbürger des Staates für den Rest des Lebens. Das ist an sich keine schlechte Idee. Und darum ist es auch so, weil die Fakten so sind, ist es auch so, dass das weitergeht, weil das macht wirklich Sinn für die Staaten und für die Einzelpersonen. Aber führt das nicht zu einer Zweiklassengesellschaft? Die Zweiklassengesellschaft, das ist immer ein interessantes Argument und das ist natürlich das Problem, gerade anknüpfen an die vorherige Frage, das Problem ist, dass das primär, also mit diesen käuflichen Staatsbürgerschaften und Aufenthaltsbewilligungen, dass das primär natürlich relativ reiche Personen betrifft. Und das ist immer heikel, oder, wenn es um Reiche geht. Oder? Ja. Und dann kommt dieses Stichwort Zweiklassengesellschaft. Man muss sich einfach mal bewusst sein, dass die Zweiklassengesellschaft
Fakt ist, aufgrund des Systems, das wir haben, der Staatsbürgerschaft, haben Sie entschieden, ob Sie in der Schweiz geboren worden sind? Nein. Nein. Das ist Ihnen einfach gegeben. Gratis, dafür haben Sie nichts gemacht. Also ob Sie in der Schweiz geboren sind oder zum Beispiel in Somalia oder in einem anderen Staat, wo schwierige Bedingungen herrschen, ist entscheidend im Leben, oder? Und führt zu einer absolut extremen Zweiklassengesellschaft weltweit. Und was wir eigentlich machen, ist das ein bisschen reduzieren, indem wir jemanden, natürlich der ein bisschen Erfolg hat natürlich an einem Ort und ein bisschen Vermögen hat, dass er das überhaupt leisten kann. Ich komme wieder auf Südafrika zurück. Natürlich kann sich nicht jeder Südafrikaner das leisten. Aber die, die das können, können wir mindestens ein bisschen dieser Vorsprung, den sie als Schweizer haben gegenüber Südafrikanern, können wir ein bisschen vermindern, indem wir das auch ermöglichen, dass die Mobilität verbessert wird für diese Menschen. Und das ist eigentlich ein sehr positiver Beitrag. Und natürlich sehe ich das positiv, aber wenn Sie das faktisch sauber anschauen, die Zweiklassengesellschaft, die existiert aufgrund des ganzen Systems der Staatsbürgerschaft. Eigentlich müsste man das egalisieren, wenn man das wirklich seriös anschauen möchte. Oder? Aber das ist natürlich nicht realistisch. Wir hatten jetzt in den vergangenen 2 Jahren ein besonderes Phänomen mit der ganzen Corona-Pandemie. Da wurden ja gewisse Grenzen einfach geschlossen, man konnte nicht mehr ein- oder ausreisen. Wie hat sich das ausgewirkt auf Ihr Geschäft? Ja, also zum ersten Mal schockierend, oder? Also wenn Sie vorstellen, wenn wir im Immigrationsbusiness sind und alle Grenzen weltweit werden geschlossen, fast von einer Woche auf die anderen. Das ist unglaublich, das hat man natürlich nie gedacht. Und das war zuerst ein Schock für uns auch, oder? Weil natürlich normalerweise in der Vergangenheit hat man irgendwie eine Asienkrise und dann gab es dort irgendwie ein Problem, weniger Kunden oder so. Aber dafür ging es in Europa und in Nordamerika oder so gut. Und hier wirklich weltweit wurden fast alle Grenzen geschlossen und alle diese Maßnahmen erlassen. Und da mussten wir zuerst mal zusammensitzen und schauen, was machen wir jetzt? Oder? Weil natürlich, wir können nicht einem Kunden sagen, ja, machen wir jetzt mal weiter, wenn wir nicht können, weil das hängt von den Regierungen ab, diese Permits auszugeben oder nicht. Und das war wirklich ein Problem für unsere Firma oder für jeden, der im Immigrationsbusiness ist. Dann haben wir aber gesehen, bei dem ersten Open-Up, also wo das dann nach dem ersten Lockdown wieder ein bisschen gelockert wurde in diesem Sommer, da gab es einen enormen Nachfragestau. Oder? Und jetzt plötzlich haben wir eine völlig andere Dimension noch. Oder? Um dabei zu bleiben, für eine südafrikanische Familie ist es eindeutig klar und wahrscheinlich für Sie auch, warum die mindestens eine Aufenthaltsbewilligung oder besser noch eine zweite Staatsbürgerschaft brauchen. Ist völlig klar. Aber warum ein Italiener oder ein Österreicher das braucht, hat man sich gefragt, brauche ich nicht. Oder? Jetzt haben wir die Situation, dass Österreicher oder Italiener kommen und sagen, ja, der nächste Lockdown oder diese Maßnahmen, die wir erlebt haben, die wollen wir nicht mehr. Oder? Und ich brauche Optionen. Weil wir haben gesehen, in Europa zum Beispiel, besonders krass in Europa, wo wir diese Personenfreizügigkeit haben, ist von wirklich fast einer Woche auf die andere ist alles zusammengebrochen. Also ein Deutscher konnte genau noch nach Deutschland einreisen. Ein Schweizer konnte in die Schweiz zurückreisen. And that's it. In Spanien konnten sie nicht mal ausreisen als Spanier. Sie müssen nur, wenn sie eine zweite Staatsbürgerschaft hatten. Und das ist heute so, dass also wohlhabende Leute weltweit und auch andere überlegen sich, oder die das erlebt haben, ja, ich brauche Optionen, oder? Und die einzigen Optionen in solchen Situationen ist mindestens ein Residence Permit und noch besser mehrere, wie Sie vorher gesagt haben, ein Portfolio von Staatsbürgerschaften. Dann haben sie die Optionen, wohin zu gehen, wo es dann nötig ist. Und plötzlich sind auch diese exotischen Staaten, also, oder man hat das manchmal belächelt, aber was brauche ich dann Antigua, eine Staatsbürgerschaft? Oder? Und plötzlich, oder jetzt, Antigua war zum Beispiel ein sehr guter Ort, diese Pandemie durchzuleben. Oder? Und plötzlich interessieren sich die Leute dafür, ich will das, oder? Weil, who knows, oder? Vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn ich irgendwo an einem, in einem Insel, eine schöne Insel einmal hingehen kann, wenn ich das muss. Und das ist heute den Menschen wirklich bewusst geworden, weltweit. Und darum haben wir jetzt einen unglaublichen Boom, wie wir uns das auch nicht vorstellen konnten vor 2,5 Jahren. Oder? Also es ist wirklich unglaublich jetzt. Ja, das erklärt eigentlich die Eingangsfrage, die ich gestellt habe. Vielleicht eine ganz letzte Frage. Wie viele Pässe haben Sie persönlich? Ja, die Frage kommt sehr oft. Und das ist, ich bin sehr transparent und bespreche eigentlich alles. Oder? Aber es gibt etwas, was ich für mich behalte. Und das ist, wie viele Staatsbürgerschaften ich wirklich habe. Oder? Und das möchte ich auch hier noch für mich behalten. Aber ich bin vor allem auch Schweizer und immer noch Schweizer. Das ist immer noch mein Lieblingspass. Ja. Ich bedanke mich vielmals für dieses spannende Gespräch, Herr Kaelin. Danke Ihnen auch.